Also, Nori! Dass wir das dieses Jahr noch sagen, ne? Ah, ja, Wahnsinn! Ne? Also ich hab's schon vermisst. Ja. Ich hab schon Entzugserscheinungen. Hier haben wir erstmal ein Paket von Andreas bekommen, von unserem Schiefler, der Aufbereiter, wo wir den Wagen aufbereitet haben. Und da meinte er so, Yunus, das kann ich mir gar nicht mehr anschauen. Ich schick dir mal ein Paket. Ich weiß echt nicht, was hier drin ist. Das steht schon seit fast einem Monat hier. Also hier schon mal erstmal vielen, vielen Dank. Auch an andere Leute, also echt, ich krieg Pakete, Leute. Ich vergiss es immer wieder, euch zu zeigen in Videos. Sorry dafür, aber ich danke einfach mal ein paar Leuten jetzt. Hier zum Beispiel David schickt mir immer ein Paket. Silence, Alter, der schickt mir gefühlt jedes halbes Jahr Kaffee. Volker hat mir auch letztens was geschenkt, auch dir, Alter. Ja, danke. Ne? Vielen, vielen Dank. So, ein Monat ist vergangen, dass wir jetzt keine Videos gemacht haben. Was heißt, wir haben Videos gemacht, aber wir haben die nicht veröffentlicht. Wir können so viel sagen, seit einem Monat gucken wir uns Autos an, ne? Was alles passiert ist, Leute, das werden wir noch abarbeiten, sage ich euch. Unglaubliche Sachen, Probefahrten, Autos, Beschreibungen, Autohändler, also ehrlich, um wie viele Samstage wir verschwendet haben, ich war eigentlich gar nicht weg. Heute geht es natürlich um unseren Golf 6. Im Videotitel wird es da stehen, Stilllegung. Ja, ich wurde fast stillgelegt. Dazu kommen wir aber gleich. So, wir gucken uns erstmal an, was der liebe Andreas uns geschickt hat, bevor wir weitermachen. Kein Messer. Ja, natürlich, aber so geht's auch. Ja, so. Mit Dings hier, mit Gewalt. Erstmal Andreas Kfz-Schiefler. So, er hat auch einen YouTube-Kanal, kann ich unten einmal verlinken. Das ist ein, nee, Hannover, ich glaube, das ist sogar in Hannover. So, wenn der ein oder andere echt sein Auto aufbereiten möchte, kann er auf jeden Fall dahin, der macht alles, ne? Innenreinigung, Keramikversiegelung, Lackaufbereitung, Lackversiegelung, Kunststoffaufbereitung. Der hätte hier in unserer Nähe sein müssen. Ah ja, ich schwör's dir, der hätte hier Geld gemacht, sag ich dir. Weil hier, also ich kenne keinen Aufbereiter hier. Ah, Polishingfett. Nennt man das so? Guck mal, boah, guck mal, was für ein Pad das ist. Ey, berühr mal. Oh ja, schön. Der ist geil. Das Ding ist ja auch versiegelt hier. Noch ein Polishingpad. Ja. Ist das gleiche? Nee, das ist auch Polishing. Ach, guck mal. Oh. Der ist fester. Der ist fester. Das ist Wahnsinn. So, dann hat er uns hier Polietücher. Keine Ahnung. Ach! Ja. Was? Andreas, was machst du? Was hat der denn gemacht? Was hat er mir jetzt echt ein Gerät geschickt? Der hat... Alter, das ist ja nicht sein Ernst jetzt. Er hat mir eine Politurmaschine geschickt. Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht. Wahnsinn, komm, den muss ich jetzt hier ganz kurz austesten. Hier. Guck mal, hier leuchtet was, Airosch. Hier kannst du dir Dings machen. Guck mal, 5, 3 und so. Und ich glaube, sobald du. Wenn du zu stark drückst, wird's rot bestimmt, wie eine Zahnbürste. Ja, das wird der jetzt, will ich jetzt nicht hier Nein, drauf machen. Das jetzt nicht, genau. Aber dann das leuchtet das hier. Das. Krass. Ich rieche schon die Kohlestifte hier. So stark ist das Ding. Geiles Ding. Shampoo. Was ist das denn hier? Ah, das ist eine Politur, kann das sein? Ja, Finish. Anti-Hologramm. Und dann haben wir nochmal Ultra-Welt Cleaner. Ach nee, ach, das war immer noch nicht alles. Was hat der gemacht? Sonax, perfekt Finish. Okay. Ach, guck mal, da ist auch noch was. Was ist das? Ach, Knete. Guck mal, so sehen die aus, Alter. Das ist Knete. Okay. Ja? Und ich glaube, dieses Finish, damit machst du das dann halt. Krass. Ach, das war auch nicht fertig. Max-Cut. Abtrag, Glanz. Also ich kenne mich echt nicht aus. Also kann auch sein, dass ich das falsch sage. Das war's aber. So, Dankeschön. Dankeschön, Andreas. Ich weiß es auf jeden Fall zu schätzen. Danke. Und... ja, lass dich mal überraschen, von mir kriegst du da auch noch was. Ne? Aldosch, weißt Bescheid? Also, polieren. Werden wir mal auf jeden Fall das Ganze mal polieren. Aber nicht mehr bei dem Golf. Ja, wir müssen überlegen, dann was. Wir werden aber beim anderen Auto mal irgendwann machen. Ne? Ja. Ich wurde hier angehalten mit dem Golf 6, den wir fertig gemacht haben. Wir haben den ja tiefer gelegt und wir haben 18 Zoll Felgen drauf gemacht. Und bei den 18 Zoll Felgen haben wir ein Problem gehabt. Der hat geschliffen. Komischerweise nicht hinten, sondern vorne hat er geschliffen. Hier vorne hat er geschliffen. Gab es zwei Optionen. Einmal Börtel, das Ganze, oder andere Felgen. Ich habe mich für das zweite entschieden.
Ich habe hier alles dran gemacht. Wir haben hier eine 280-Euro-Standheizung eingebaut. Dazu wird es noch ein Video geben. Ich habe den immer eine Stunde laufen lassen. Und wir haben eine 44-Ampere-Batterie. Das ist nix. Und trotzdem konntest du den eine Stunde laufen lassen. Auf jeden Fall. Ja, ich habe noch lange nicht mehr Öl geguckt, ne? Alter, ich will immer noch kein Öl verbraucht, ne? Sehr schön. Wahnsinn. Habt ihr einen TSI gesehen, der kein Öl verbraucht? 1800 Kilometer sind wir damit gefahren. Wir haben natürlich Autos angeschaut, jede Menge. Deswegen. Und dann wurde ich angehalten. Die wollten natürlich Fahrzeugschein, Führerschein. Habe ich gegeben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß. Ich habe Federn und die Felgen eingebaut. Da habe ich gesagt, ich habe es noch nicht eingetragen. Und dann haben die geguckt, haben mir gesagt, ah, komm mal, so und so, bitte eintragen. Und die waren dann halt gnädig zu mir. Die hätten den noch abschleppen können, stilllegen können, haben die nicht gemacht. Das dürfen die sofort, sobald man können nicht also, keine ja, dabei hat. Ja, ist so. Dann habe ich gesagt, ey, Tieferlegungsfedern ist eintragungsfrei, aber nur mit den originalen Felgen. Deswegen habe ich gesagt, okay, die Felgen nehme ich jetzt runter und habe jetzt die originalen drauf gemacht. Der kriegt jetzt Allwetterreifen von Kummo wieder. Warum, sage ich euch jetzt, weil dieses Auto war ja dafür da, dass wir über den Winter kommen. Erstens und zweitens, bis mein neues Auto kommt. Und mein neues Auto kommt in 2 Wochen. Also das war das erste Mal, wo Eilof und ich einen Wagen erstellt haben. Und den holen wir in 2 Wochen ab. Dann nehme ich euch natürlich mit. Da freue ich mich schon. Ich muss noch was Zugticket organisieren. Zugticket organisieren, ja. Genau. Schon wieder. Schon wieder. Dazu gibt es auch eine Geschichte. Das werden wir in einem separaten Video machen. Ja, Leute, ja. Was wir erlebt haben. Eilof und ich wurden verhaftet fast. Haha. Ehrlich. Alter, ich wollte mit meinem Geld abhauen. So, ja, mehr sage ich nicht. Also, wenn ihr mal die Geschichte hört, ihr bittet es nicht glauben. Ja, aber so sieht er jetzt aus. Eigentlich, aber mit dem Fan sieht es eigentlich auch nicht schlecht aus. Ne? Das ist okay. Ja. Was wir noch hier machen, ist Leistungsmessung. Ich will unbedingt wissen, wie viel PS der hat. 140 PS hat er ja original. Ja, wir haben hier einen neuen Turbolader geholt. Das war ein Generalüberholter. Es war ein billiger Turbolader, muss ich sagen. Also so viel Geld habe ich gar nicht dafür bezahlt. Ich glaube so um die 250, 300 Euro. Mhm. Und was mich jetzt interessiert, wenn ich so ein bisschen damit fahre, habe ich das Gefühl, der wird immer langsamer und langsamer und langsamer. Habe ich das Gefühl. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen bin ich mal gespannt, wie viel PS der hat. Das heißt, warte mal, vor dem Turbolader hattest du das Gefühl, ja, oder jetzt? Nein, jetzt zieht der ja gut. Ja, davor ja, hat er gar nicht gezogen. Ja, nur ich habe das Gefühl, desto länger ich fahre damit, desto langsamer wird der. Das heißt, dieser Punch kommt gar nicht mehr okay. So. Es kann ja sein, er hat ja Wasserladeluftkühler. Ich bin immer noch der Meinung, dass es nicht gut ist. Aber es gibt ja Leute, die finden es gut. Das ist doch schön. Jeder soll das machen, was er liebt. Ist mir egal. Es kann ja auch sein, dass der Turbolader überhaupt nicht gut ist. Und die fahren mit 100 PS rum. Ja. Das ist auch sehr interessant. Dann werden wir noch auf jeden Fall einen Atonium-Test machen. Da wird der liebe Andreas kommen. Standheizung werden wir nochmal leiser machen. Habe ich gemacht. Das werde ich euch zeigen, was ich gemacht habe. Und dann werde ich euch das nochmal in Action zeigen. Ja, wie jeden Tag. Mit diesen minus 8 Grad, 12 Grad. Wo es richtig kalt war, ne? Das war ein Traum. Dieses Auto ist gelungen. Wenn das neue kommt, werdet ihr merken, der hat nicht mal so viel Ausstattung wie der hier. Hat er hier so viel Ausstattung? Ich weiß nicht. Also ein paar Sachen habe ich ja bestellt. Weiß nicht. Ich weiß es auch nicht mehr, ehrlich. Ist schon so lange her. Der verbraucht wenig. Also ich sag mal, auf der Autobahn, also durchschnittlich würde ich sagen, 6 Liter verbraucht. Ja, würde ich auch sagen. Ist okay. Klar, statt seit Audi eigentlich weg ist, sogar länger, sind wir dabei, ein Auto zu suchen. Unser Urlaubsauto. Urlaubsauto. Phaeton. Natürlich fragen auch sehr viele Leute über den Phaeton. Na, ja, Leute. Lenkgetriebe habe ich ja zurückgekriegt. Lenkgetriebe kann man nicht reparieren. Und ich habe nicht eingesehen, dass ich nochmal 750 Euro dafür zahle, 1000 Euro nochmal für die Flansche zahle und das und dies und jenes. Das war mir alles zu viel. Wir suchen aktuell immer noch nach günstigen Teilen. Wir wollen den fertig machen, aber günstig. Genau. Aber wie gesagt, ich habe da keinen Bock mehr Geld auszugeben. 10.000 Euro ausgeben also, dafür. Wie gesagt, das ist unser letzter Strohhalm. Das heißt, wir gehen dahin, gucken, ob wir die Teile finden. Finden wir die Teile, ist gut, machen wir weiter. Finde ich nicht die Teile, kommt die Achse drauf, die Querlenker drauf, Lenkgetriebe wieder drauf und der geht dann weg. Dann würde ich den verkaufen. Seit 2 Jahren steht er dort und seit 2 Jahren verdiene ich mit dieser Bühne kein Geld. Ja. Deswegen, und die Fragen sind eigentlich überflüssig. Wenn ich Teile bekommen würde, würde ich auch dran arbeiten. Ich will sie auch fertig haben. Weil was nützt mir ein Phaeton, der ausgebaut ist auf der Bühne? Wo man keine Teile findet. Ja, und ich würde es auch nie machen und die da draußen. Kauft euch kein Phaeton, kein V10, kein V10. Macht es nicht.
Ich wollte mir sogar einen Phaeton V10 nochmal kaufen. Nee. Für 1.300 Euro. Komplett. Als mit Unfall. Spenderfahrzeug. Das Problem ist nur, rechte Seite war alles kaputt. Wir konnten den nicht transportieren. Du hast auch keinen Platz hier. Mein BMW machen wir fertig. Mein 540 BBM 5. Den machen wir fertig dieses Jahr. Ich mag den. Der ist so geil. Den habe ich ja. Ja, den fahre ich ja letzte Zeit. Ich habe den auch letztens gefahren. Der war voll schön. Genau. Den mache ich natürlich aktuell fertig. Da müssen auch sehr viele Sachen gemacht werden. Kleinigkeiten, Airbag, ABS, Motorlauf und so weiter. Wobei, ey, der hat so viel Power. Das macht so Spaß, den zu fahren. Viele haben natürlich spekuliert, wenn ein YouTuber aufhört, Burnout, das und dies und jenes. Nein, natürlich nicht. Türken haben keinen Burnout. Das ist das Erste. Zweitens, letzte Zeit, ich hatte viel zu tun gehabt. In der Werkstatt hatte ich viel zu tun gehabt. Auch so im Hintergrund hatte ich viel zu tun gehabt. Und dann war das einfach viel zu viel, auch in dieser Kälte arbeiten die ganze Zeit. Im Winter könnt ihr mich, ja, ihr könnt mich einfach hier nicht gebrauchen. Eidosch hinter der Kamera muss auch die ganze Zeit stehen. Und ich mache ja ganze noch den hier, habe nur Bewegung, die hat ja gar nichts, die Arme. Ja. Und ja, Massagen sind teuer im Winter. Und deswegen habe ich gesagt, die kann ich mir jetzt nicht leisten. Eidosch, lass das Ganze verschieben. Nein, natürlich nicht. Ich habe mir einfach Pause gegönnt. 2 Wochen waren geplant, es sind mehr geworden. Und wenn ich sage, ich mache Pause, dann mache ich auch Pause. Ne, ich bin nicht wie einer, ich mache jetzt Pause und nach 3 Tagen macht er wieder Videos. So. Deswegen, ich bin wieder da. Es gibt sehr interessante Themen. Es gibt noch sehr viele andere Sachen, was ich euch später irgendwann sagen werde, was im Hintergrund noch alles passiert ist und so. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, viel mehr Sport, gesund bleiben. Ich rauche nicht mehr, seit ein paar Monaten sowieso nicht mehr. Gesund ernähren, trainieren, bewegen. Ich spiele wieder Fußball ein bisschen. Fußball spielen wieder. Ich gehe auf die 22 zu. Nee, 23, sorry. Und da muss ich ja gucken, dass ich fit bleibe. Und hast du irgendwelche Vorsätze, außer unfallfrei bleiben? Ich will auch ein bisschen mehr Sport machen, mich gesund ernähren, keine Unfälle bauen natürlich. Ich brauche ein Auto. Da musst du mir wahrscheinlich helfen, dass ich mir eins kaufe irgendwie. Ja. Ja. Ja, schon. So. Ist schon ordentlich, ne? Mhm. Gut, das ist so schön. Könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben, was eure Vorsätze sind. Und ja, bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und Eidosch, ja. Gibt's noch was? Nö. Auf was? Auf das nächste Mal. Auf was? Aufs Video drehen hier. Ach so, schon wieder? Natürlich. Ich dachte, ich mache wieder einen Monat Pause. Haha, das war's jetzt wohl. Nein, natürlich nicht. So Leute, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kaffee zu ziehen. Bis dann, rein. Ciao.